Hallo und herzlich willkommen zu einem Wetter Extra und wir wollen uns den Kaltstart in den Mai mal etwas genauer anschauen. Deutlich unterdurchschnittliche Temperaturen hatten wir in den vergangenen Tagen im Mai und wir sehen aber auch an der Wetterlage, woran das liegt, denn wir sehen aus Norden, Nordwesten kommt immer wieder kalte Luft zu uns mit dem Höhepunkt am vergangenen Wochenende. Davon ist auch die Karte jetzt hier. Das Hochdruckgebiet auf dem Atlantik und eben die Tiefdruckgebiete über Skandinavien, teilweise Osteuropa, dazwischen eben diese nördliche, nordwestliche Strömung und aus Norden, da kann natürlich nur kalte Luft kommen. Ganz anders war das im vergangenen Jahr 2018 und leider messen wahrscheinlich viele den Mai noch an dem vergangenen Mai. Das war der wärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Das war wirklich äußerst ungewöhnlich. Da waren die Druckgebilde komplett anders angeordnet. Wir sehen das Hochdruckgebiet eben eher über Osteuropa, Mitteleuropa und das Tiefdruckgebiet auf dem Atlantik. Ja, das ergibt dann eben eine südliche bis südwestliche Strömung, mit der eben schon sommerlich warme Luft zu uns kommt. Wir schauen uns eine Prognose an hier mal für das kommende Wochenende und am Sonntag und am Montag. Da wird uns nochmal ein Schwung neuer Kaltluft erreichen. Ja, die Wetterlage sehen wir hier. Dieses kräftige Hoch, was sich so bei den britischen Inseln und der Nordsee aufbaut und dann wiederum an der kalten Schulter des Hochs sozusagen rutscht nochmal ein Schwung neuer Kälte zu uns. Wo steht der Mai aktuell? Das sehen wir auch. Er hat momentan eine Mitteltemperatur im Deutschlandmittel etwa so bei 7,5 Grad und wäre nach jetzigem Stand, wenn der Mai jetzt zu Ende wäre, mit dieser Temperatur einer der kältesten eben seit Beginn der Wetteraufzeichnung beziehungsweise der kälteste. Wir sehen hier eine Hitliste, das ist das Deutschlandmittel jeweils für den Monat Mai seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1881. Aber, der Mai ist noch lange nicht zu Ende und kommt beispielsweise in der zweiten Monatshälfte noch eine warme Süd- oder Südwestlage, dann sieht das alles schon ganz anders aus. Man kann hier jetzt noch vorzeitig keinen Schluss ziehen. Also abwarten, was der Mai wirklich noch vor allem in der zweiten Monatshälfte macht. Wir sehen aber zunächst mal hier einen Trend für Frankfurt am Main, habe ich herausgesucht. Mit der 20-Grad-Marke wird das erstmal schwierig werden. Schaut den Trend einfach für euren Ort. Den Link werde ich hier oben reinstellen. Da immer die aktuellsten Berechnungen der verschiedenen Wettermodelle. Was müssen wir alles lesen in den sozialen Medien? Da ist wirklich eine richtige Diskussion ausgebrochen, die sich wirklich jeglicher wissenschaftlicher Grundlage entzieht. Da gibt es einmal die eine Seite, die sagt, die Kälte jetzt im Mai, das ist ein klares Anzeichen für den Klimawandel, die kommt vom Klimawandel. Dann gibt es die andere Seite, die eben behauptet, wo bleibt denn jetzt der Klimawandel? Das gibt gar keinen Klimawandel, nur weil es jetzt wirklich mal ein paar Tage bisher im Mai einfach mal kälter als im Mittel war. Da kann man wirklich nur lachen, das ist alles von beiden Seiten eben Schwachsinn und völlig unwissenschaftlich. Wir sehen uns das auch mal an und da will ich zunächst mal zeigen, eben es gab auch in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit, auch deutlich zu kalte Monate. Wir sehen hier mal, viele werden sich vielleicht erinnern, der März 2013, ein deutlich zu kalter Monat. Wir sehen, der ordnet sich ein sogar in den Top 20 der kältesten Märzmonate, die es seit eben 1881 gab. Oder auch der Dezember 2010, da werden sich viele bestimmt noch besser dran erinnern. Auch der eben mit viel Schnee und Kälte, einer der kältesten seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Andersherum sehen wir eben jetzt mal die Abweichung der Monate seit 2010. Und da sehen wir eben ganz deutlich, dass eben der Großteil der Monate deutlich zu warm ausgefallen ist. Und das kann man sowohl sehen, wenn man die Referenzperiode jetzt nimmt von 1961 bis 1990, die ältere. Da sehen wir eben, dass 90 Monate wirklich über dem Mittel lagen. Und wenn wir jetzt die neuere Referenzperiode nehmen von 1981 bis 2010, auch dort ist noch der überwiegende Teil der Monate deutlich zu warm ausgefallen. Und es ist eben Wetter, mit dem wir es jetzt im Mai zu tun haben und kein Klima, denn für Klima müssen wir immer 30 Jahre betrachten. Es ist also Schwachsinn, jetzt irgendwie in irgendeinem Bezug von Klima zu sprechen, nur wenn wir jetzt einen Zeitraum von einigen Tagen oder einigen Wochen betrachten. Es ist einfach Blödsinn, das Klima direkt mit einer Wetterlage in Verbindung zu bringen. Ich hoffe, ich habe wenigstens ein paar Leute noch aufgeklärt. Ich wünsche euch erstmal eine schöne restliche Woche. Am Freitag gibt es das Wochenendwetter. Da schauen wir genauer auf diesen neuen Kälteeinbruch, der dann so Sonntag, Montag kommt. Ich sag mal bis dann und ciao.